Der FC Energie Cottbus spielt 2:2 beim MSV Duisburg im Spitzenspiel am letzten Freitag. Und unser Mann des Spiels ist heute nicht etwa Torschütze Jai Schau oder Torschütze Emil Jula, sondern ein Mann, der sich überwinden musste vor diesem Spiel innerhalb von 48 Stunden. Zwei schwere Brocken für Stanislav Angelov auf der Rechtsverteidigerposition. Jetzt ist er bei uns auf FC Energie TV. Stani, zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden. Allzu oft hast du das in deiner Karriere sicherlich auch noch nicht gemacht. Ich habe schon einmal gemacht, aber dieses Mal war besser. Ich weiß nicht warum, war gute Stimmung. Ich habe gute Gefühl, guten Rhythmus gehabt. War schwer, aber okay. Aber es ist sicherlich nicht optimal für einen Nationalspieler, wenn er Mittwoch spielt und gleich Freitag wieder spielen muss. Ja, ist sehr schwer, weil zum Beispiel am Donnerstag auch Pflege gehabt. Und das bedeutet, von 3 Tagen 2 Spiele und dann unterwegs den ganzen Tag ist ja wirklich schwer, aber manchmal passiert. Ein Professional ist normal.